den nächsten und den letzten Teil hier am Vormittag zu kommen, nämlich die Vergabe des Hermann Strauß Forschungsstipendiums der DCCV. Der Preisträger, den wir haben, ist Herr Dr. Johannes Stallhofer, der jetzt hier schon im Bild ist und nett winkt. Der Hermann Strauß das Hermann Strauß Forschungsstipendium der DCCV wird seit 1992 ausgelobt. Es ist in Erinnerung an einen tollen Arzt, mit dem ich mich mal etwas beschäftigt habe, nämlich Professor Hermann Strauß, der 1868 hier in Heilbronn geboren wurde und dann an der Charité und später im jüdischen Krankenhaus in Berlin bis 1942 als Jude gearbeitet hat. Sehr, sehr lang, und er war sehr, sehr hochverdient und hat auch zum Beispiel eine Reihe von Endoskopen entwickelt und sich mit den Patienten mit Crohn und Colitis beschäftigt. Er ist dann 1942 festgenommen worden und ist 1944 leider ein Teil der traurigen deutschen Geschichte in Theresienstadt ermordet worden. Ihn ehrt die DCCV mit diesem Preis, der Forscherinnen und Forscher unterstützen soll, die Grundlagenforschung zum Patienten bringt. Genau das, was Herr Stallhofer machen möchte. Die Grundlagenforschung so zu gestalten, dass der Patient davon profitiert. Und das ist das Ziel der TCCV, die durch eine Spende der Firma AbbVie das auslobigen wollen und Forscherinnen und Forscher hier unterstützen möchte. Erlauben Sie mir ein paar Worte zu Herrn Stallhofer zu sagen. Er ist 1985 in Burghausen geboren worden, noch ein richtig junger Spund, wie man ja auch hier sehen kann, hat nicht so viel graue Haare wie ich und ist jetzt Oberarzt an der Medizinischen Klinik 4 bei Herrn Professor Stallmach, der selber diesen Preis zweimal gewonnen hat, nämlich 1992, den ersten sehe ich jetzt gerade, genau, und 1997 nochmal den DCCV-Forschungspreis gewonnen hat. Nach dem Abitur in Burghausen hat Herr Stallhofer an der LMU in München studiert, hat dort auch die Prüfung abgelegt und hat dort schon das erste wissenschaftliche Arbeit mit seiner Promotion gemacht, wo er sich darum gekümmert hat, wie man letztendlich Patienten, Entschuldigung, das war eine Störung, wie man letztendlich Patienten mit Crohn und Colitis besser behandeln kann. Und hier mein erstes Dankeschön erstmal an Sie, Herr Stallhofer, dass Sie schon so früh um die wissenschaftlichen Aspekte von Crohn und Colitis-Patienten gekümmert haben. Für ihn ist es wichtig, Herr Stallhofer, dass er die Schnittstelle zwischen der Grundlagenforschung und der medizinischen Forschung gut und weiterentwickelt. Und das ist das, was wir benötigen. Medikamente, aber auch andere wissenschaftliche Aspekte, die dazu führen, dass Therapien weiterentwickelt werden. Und hier hören wir gleich den Forschungspreis, nämlich den Einfluss des Vitamin-D-Rezeptors. Und Sie werden uns ein bisschen erzählen auf die Eisenresorption. Und das sind zwei Themen, die wir gerade schon hatten bei Frau Thomann, die gestörte Eisenaufnahme, die Müdigkeit, Fatigue, die damit assoziiert ist und die Barrierefunktion, die bei Crohn und Colitis gestört sind. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag, gratuliere Ihnen herzlich zu diesem sehr renommierten Preis der DCCV, bedanke mich einfach mal als Arzt an die DCCV, dass sie seit vielen, vielen Jahren diesen Preis auslobigt und unterstützt und gebe das Wort an Sie weiter, Herr Stallhofer, mit den besten Glückwünschen. Da muss ich jetzt mal eben zwischengehen. Entschuldigung, wir haben da jetzt ein kleines logistisches Problem. Eigentlich war die Reihenfolge noch ein bisschen anders. Macht aber nichts. Also ich wollte einfach noch mal sagen, dass die Forschungsförderung eine der Hauptaufgaben der DCCV ist, die uns sehr wichtig ist. Da habe ich eben bei der Begrüßung und Kurzvorstellung schon darauf hingewiesen. Ziel unserer Forschungsförderung ist es einfach, die Qualität der CED-Therapie und auch natürlich die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute das Hermann Strauß Forschungsstipendium der DCCV 2021, das mit 25.000 Euro dotiert ist und durch eine Spende der Firma AbbVie Deutschland GmbH und Co. ermöglicht wird. Das Forschungsstipendium wird für Vorhaben im Bereich der präklinischen und Grundlagenforschung verliehen, welches Fragen zur Ätiologie, Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie und Prophylaxe der CED thematisiert.
Und jetzt haben wir den Preisträger schon genannt. Ich wiederhole es trotzdem jetzt nochmal. Das Hermann Strauß Forschungsstipendium DCCV 2021 ermöglicht durch eine Spende der Firma EPFI Deutschland GmbH und Co. KG erhält in diesem Jahr Herr Dr. Johannes Stallhofer für sein Forschungsprojekt Einfluss von Vitamin D-Agonisten auf Eisenresorption und intestinale Barrierefunktion bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in Darm-on-Chip-Modellen. Was das ist, wird Herr Stallhofer, wie auch schon Herr Sturm gesagt hat, uns jetzt gleich selbst vorstellen. Herr Stallhofer, ich gratuliere Ihnen natürlich auch im Namen der DCCV ganz herzlich zu dem Stipendium, wünsche Ihnen viel Erfolg und wir sind gespannt auf die Ergebnisse, aber sind wir erstmal gespannt auf das, was Sie uns vorstellen. Ja, sehr geehrte Frau Kalt, sehr geehrter Herr Professor Sturm, ganz herzlichen Dank für diesen Preis. Auch ein herzliches Grüß Gott an die Betroffenen, die zuschauen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen Preis, der für mich eine große Ehre natürlich ist und Ansporn zugleich. So ein Preis ist ja keine Auszeichnung von irgendwelchen vergangenen Leistungen, sondern ist ja ein Stipendium, um Forschungsleistungen in der Zukunft zu erbringen, um die ich mich bemühen möchte. Ich möchte versuchen, das Projekt so in wenigen Minuten etwas allgemein verständlich zu skizzieren. Grundidee in dem Projekt ist es, in sogenannten Zweikammer-Plastikchip-Darmmodellen, die Verhältnisse einer humanen Darmentzündung zu simulieren. So ein ungefähr ja, Fingerspitzen großer Chip hat eben zwei Kammern. Auf der einen Seite erhalten wir da humane Nabelschnurblutzellen in Kultur, die sozusagen die Blutgefäßseite bilden. Auf der anderen Seite dieses Chips haben wir eine Darmzelllinie, die dort unter den bestimmten Kulturbedingungen zu einem dreidimensionalen menschlichen Darmmodell auswächst. Wir gehen davon aus, dass Substanzen der Darmflora die Zell-Zell-Interaktion dieser Darmzellen, also das Zusammenkleben und das natürliche Zusammenwachsen dieser Zellen im Falle von einer erkrankten Flora bei CED-Patienten insofern stören, dass dieser Kit verloren geht und dass es zu einer Darmbarrierestörung kommt, die dann diese chronische Entzündung hervorruft. Auf der anderen Seite denken wir, dass in der Darmflora gesunder Menschen Substanzen vorhanden sind, die eben genau dieses Zusammenkleben und diesen Kit der Darmoberflächenzellen eben fördern. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man die gesamte Darmflora in so einem Chip kultivieren könnte, aber das ist aufgrund der Komplexität nicht möglich. Deswegen produzieren wir sterile Stuhlfiltrate, sowohl von Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung als auch von gesunden Spendern. Und wir untersuchen dann die Auswirkung dieser Filtrate auf die Intaktheit der Darmbarriere mit verschiedenen Techniken. Das Ziel des Projekts ist es final natürlich, genau die Substanzen zu identifizieren, die in der gesunden Darmflora vorhanden sind und die eben diese Darmintegrität fördern, die Darmbarriere stärken, letztendlich einer Entzündung vorbeugen oder entgegenwirken. Die könnte man dann therapeutisch einsetzen. Die Vermutung ist, dass unter anderem Substanzen darunter sind, die die Bindungsstelle für Vitamin D im Darm aktivieren, die dort sehr ausgeprägt vorhanden ist. Und das leitet mich zu dem zweiten Teil des Projekts über, wo es darum geht, zum einen die Auswirkung von Vitamin D-Rezeptor-Stimulatoren auf die Stärkung der
Darmbarriere direkt zu untersuchen, was eine unmittelbar therapeutische Konsequenz dann hätte. Und auch zu sehen, ob durch Aktivierung des Vitamin-D-Signalwegs im Darm die Aufnahme von Eisen im Darm verbessert werden kann. Die Frau Thomann hat heute Vormittag in ihrem Vortrag ja schon die Fatigue erwähnt. Sowohl der Eisenmangel als auch der Vitamin-D-Mangel ist ein weit verbreitetes Problem bei vielen Betroffenen mit einer CED. Und wir konnten in klinischen Untersuchungen sehen, dass der Vitamin-D-Mangel speziell zu einem Eisenmangel prädisponiert. Wenn wir jetzt in unserem Modell sehen, dass tatsächlich Vitamin-D-Aktivatoren in der Lage sind, die Eisenaufnahme aus dem Darm zu verbessern, hätte das Implikationen zum Beispiel, dass man sich überlegen kann, eben Eisen und Vitamin-D-Präparate eventuell kombiniert zu supplementieren. Das so ein bisschen zum Hintergrund der Projekte. Wir haben einzelne Stuhlfiltrate schon untersucht in dem Darmchip-Modell und sehen, dass der Darm gerade mit gesundem Filtrat versorgt, extrem gut wächst und gedeiht. Und das wünschen wir uns letztendlich auch für alle Patienten. Das wäre schon das Ende meiner Kurzvorstellung dieses Projektes. Es war jetzt so mündlich gedacht. Ich hatte jetzt keine Möglichkeit, PowerPoint-Folien zu zeigen. Aber ich hoffe, dass ich doch einigermaßen verständlich machen konnte, worum es geht. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich für diese Förderung. Herr Stallhofer, erstmal herzlichen Dank. Wir freuen uns erstmal drauf, die Ergebnisse zu sehen. Kals, wollen Sie das noch kurz kommentieren? Nee, also ich fand, das war sehr anschaulich. Sie haben uns den ersten Überblick gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin sicher, wir werden dann irgendwann im Bauchredner von den Ergebnissen lesen. Genau. Auch da freue ich mich nochmal drauf. Dankeschön, dass Sie Ihre Zeit dazu nutzen. Und in der Tat freuen wir uns darauf, die ersten Schritte im Bauchredner und dann später aber hoffentlich in ein paar Jahren vielleicht auch als therapeutisches Tool Möglichkeiten für die Patientin zu sehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei allen Rednerinnen und Rednern für die interessanten